anders. Was willst du denn hier? Götter, ich habe wichtige Botschaften für euch. Willst du uns verarschen? Aber natürlich. Die Neuigkeiten sind auf diesem USB-Stick. Na okay, dann schauen wir es uns halt mal an. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu den News. Wir fangen an mit dem Sport. Die Fußballweltmeisterschaft ist schon vorüber und die Deutschen haben den Platz 3 belegt. Gestern wurde der 6. Weltklimabericht herausgegeben. Um unsere Erde steht es immer schlechter. In den nördlichen Regionen Deutschlands müssen in den letzten Wochen immer mehr fliehen. Die Wissenschaftler haben die Auswirkungen der bevorstehenden Katastrophen der Erderwärmung in Modellen dargestellt. Und nun gebe ich weiter an meine Kollegin Karin mit dem Wetter. Danke, Johanna. Wie Sie schon vorhin gehört haben, müssen viele Menschen von Norden nach Süden fliehen. Das liegt daran, dass der Meeresspiegel steigt und der Norden von den kommenden Wassermassen überschwemmt wird. Dieses bringt auch Sturmböen mit sich, das sich langsam über ganz Deutschland verteilt. Außerdem baut sich ein Sturm, kommt von Tschechien über Nürnberg auf. Ein Erdbeben erschüttert die Niederlande mit Auswirkungen auf Nordrhein-Westfalen. Das war's und somit zurück ins Studio. Und jetzt noch ein paar Tipps, wie Sie die Erderwärmung stoppen können. Ja, wenn Sie merken, es wird wärmer, dann pflanzen Sie bitte 3 Bäume. Und ich meine, viele haben was gegen die Atomkraft, das geht nicht, die kann man nicht abschalten. Dann müssen wir nämlich Windräder bauen. Dann kann man immer Drache steigen, Leute. Und zuletzt haben wir 3 Gründe, warum Sie nicht Solarenergie hernehmen sollen. Keiner will schwarze Dächer. Dann werden die Dächer noch wärmer und so viel Platz hat keiner. Also geht's noch? Die sind ja total bescheuert. Ihre Unwetter haben sie sich selber verdient. Ja, aber ich möchte so ein Wetter wie die da haben, nicht bei uns haben. Und ich auch nicht. Im Himmel gibt's kein Wetter. Na und? Wir machen das Wetter, beziehungsweise ihr macht das Wetter. Ja. Ja, wir sind die Götter. Sweet little Jerry got her hands in her pockets and she's waiting for a downtown train. Okay. Zum Glück haben sie erkannt, dass sie etwas ändern müssen. Okay, das kommt auf jeden Fall raus. Die Wissenschaftler haben die Auswirkungen der Erderwärmung. Ja, genau. Scheiße. Wie sie schon vorhin gehört haben, müssen viele Menschen von Norden nach Süden. Danke, Johanna. Wie sie schon vorhin gehört haben, müssen viele Menschen von Norden nach Süden fliehen. Das liegt daran, dass häufiger Sturmböen von Norden her sich über das ganze Land verbreiten. Von Tschechien zieht über Nürnberg ein Riesensturm auf. Und in der Niederlande? Das hast du? Ich will jetzt lachen. Smile. Hören wir noch. Ja, nee, falsch! Also, wenn Sie merken, es wird wärmer, dann pflanzen Sie doch bitte 3 Bäume, weil so viel Platz hat jeder, glaube ich. 3 Bäume, das... Nein, das war scheiße. Filmst du mit? Also was machen denn die da bitte schön? Sind die total bescheuert? Mara, du musst da hinschauen. Ey Mann, die sind doch echt bescheuert. Das war was? Also geht's noch? Die sind ja total bescheuert. Denn ihre Unwetter haben sie sich selber verdient. Ja, aber so ein Wetter werde ich nicht bei uns haben. Ich auch nicht. Sturm kommen von Tschechien über Nürnberg auf.
kommen von Tschechien über Nürnberg auf. Oh, das ist ja flauschig. Spin my head round, round. Oh, Alter, nein! Oh, darf ich mir noch was sagen? Ja. Smile. Aus dem Portier Sturm. Kommen von Tschechien über Nürnberg auf. Oh, das ist ja flauschig. Spin my head round, round. Oh, Alter, nein! Nein. Oh, darf ich mir noch was sagen? Ja. Smile. Hast du angemacht? Okay, egal. Also, super. Kommen von Tschechien. Sind wir noch auf, egal. Kommen von Tschechien, ja. Es braut sich ein Sturm, kommen von Tschechien über Nürnberg auf. Flauschig. Ich habe ein neues Teddybär. Ein Erdbeben erschüttert die Niederlande mit Auswirkungen auf Nordrhein-Westfalen. Finde ich auch. Ja. Ich sag genau dasselbe. Mit Auswirkungen. Johanna, ja, Sie haben ja auch schon gehört, die Polen werden schmelzen.